du dich ein, das wird ein toller Tag werden. Wenn die vor dir dabei sein, den Wind im Haar und fest im Sattel. Wenn die glücklich und frei sein, kommt galoppiert mit Wendy, Wendy. Schöne enge Kurve. Auch die Zeit sieht gut aus. Das könnte die Siegerrunde für Wendy Tostig werden. Aber dafür muss sie noch das letzte Hindernis nehmen. Kann sie es schaffen? Auf jeden Fall kann sie das. Und sie ist durch. Wendy und Penny sichern sich den ersten Platz. Gut gemacht. Ja, Wendy. Woohoo! Gutes Mädchen. Ich gratuliere. Danke. Und zum Glück ist Christian gerade verreist. Er würde mich sonst wegen der wackelnden Stange aufziehen. Ach, der Rest der Welt hält dich für einen Star. Siehst du, du hast sogar Paparazzi. Ganz ruhig. In Zukunft fahren Sie den Reiter bitte vor. So ein Blitzlicht kann ein Pferd sehr erschrecken. Entschuldigung. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich bat ihn, euch zu fotografieren. Danke, Jörn. Elli Breisgau vom Olemünder Abendblatt. Habt ihr einen Moment Zeit? Natürlich. Ich schreibe gerade an einer Serie über vielversprechende Nachwuchsreittalente und die wäre nicht komplett ohne ein Porträt von Wendy Tostig und Jerry Kiesemann. Ihr habt den ersten und zweiten Platz belegt. Wie kommt es, dass es so viele Talente auf Rosenborg gibt? Ein Glücksfall, würde ich sagen. Und, seid ihr bereit? Klar, ich bin soweit. Okay, warum nicht? Klasse! Ah, bei Jan! Er will uns etwas sagen. Stampf, stampf, wusch macht er, wenn ihm etwas nicht passt. Ja, der Wusch ist typisch für ihn. Vielleicht wird er ja nicht gerne interviewt. Sch, du Hübscher, ich beiße doch nicht. Weißt du was, du erinnerst mich an mein erstes Pferd. Oh, Sie reiten auch? Ja, früher mal, aber dann habe ich mir den Rücken verletzt. Ich saß seit Jahren auf keinem Pferd mehr. Ich kann es einfach nicht fassen. Ich war doch nur eine Sekunde weg. Hat er sich vielleicht einfach losgemacht? Auf gar keinen Fall! Midas war in der Box angebunden und die Tür war geschlossen. Sie müssen mir glauben, jemand hat ihn gestohlen. Das ist das dritte Pferd in diesem Jahr. Inspektor Krämer, haben Sie schon irgendwelche Spuren? In diesem Fall gibt es einen Verdächtigen. Tut mir leid, kein Kommentar. Das ist eine laufende Ermittlung. Würden Sie bitte zurücktreten? Inspektor, sehen Sie sich den Riegel an. Wessen Haare sind das? Midas ist braun. Sie hat recht. Keines meiner Tiere hat so eine Farbe. Die könnten von jedem beliebigen Pferd stammen. Oder sie stammen von einem blonden Dieb. Schon möglich. Aber wenn das kein Geständnis war, Wendy, überlass die Polizeiarbeit bitte mir. Hier ist Krämer. Ich habe ein gestohlenes Pferd zu melden. Sichern Sie den Ausgang. Niemand verlässt das Gelände, bevor nicht alle Transporter gecheckt wurden. Wir suchen einen braunen mit folgender Musterung. Mir machst du nichts vor, Blondie. Wo bist du am 3. Juli gewesen? Hör auf, hier einen auf Detektiv zu machen. Das ist nicht witzig. Genau. Was ist, wenn man Penny gestohlen hätte? Oder Bayern? Ich wollte uns nur aufheitern. Das ist wirklich eine böse Sache. Echt mal, wie konnte das passieren? Es war mitten am Tag. Mein Vater sagt, dass viele Pferde Abschwitz- und Reisedecken trugen. Das ist eine ziemlich gute Tarnung. Fürs Pferd ja. Aber was ist mit dem Dieb? Würde ein Fremder auf dem Gelände nicht auffallen? Oh, vielleicht gehört er ja irgendwie dazu. Wer hört sich denn jetzt hier wie ein Detektiv an? Ich übernehme die leere Box. Das wird jetzt mein Designstudio. Bayern, machst du das mit Absicht? Was ist das für ein Kram? Meine Fahrkarte zum Ruhm. In Pferd und Sattel gibt's einen Fotowettbewerb. Ich muss eigentlich nur Tarek als Pegasus verkleiden, das fliegende Pferd aus der Sage. Und dann schicke ich sein Bild ein. Für das Foto mit dem besten Kostüm gibt es einen Haufen Zubehör zu gewinnen. Und das Pferd kommt in eine Werbeanzeige. Mit seiner Besitzerin. Ich könnte der Star ihrer neuen Kampagne werden. Und Tarek natürlich. Ich helfe ihr, weil Pablo eine neue Trense braucht. So, wer will noch mit ins Team? Tarek? Bianca, ich wette, du bist Profi an der Klebepistole. Es ist tatsächlich so, dass... Oh, Bianca, ich hatte gerade eine Idee wegen der gestohlenen Pferde. Sorry, wir müssen was recherchieren. Los, komm! Tanzt du immer nach Wendys Pfeife? Natürlich nicht. Nur das hier...
ist echt wichtig, Vanessa. Vanessas Fotoaktion brachte mich auf die Idee. Wenn wir uns Zeitungsbilder von den anderen Turnieren angucken, auf denen Pferde gestohlen wurden, dann finden wir darauf vielleicht unseren Dieb. Klingt ein bisschen weit hergeholt. Wonach suchen wir denn? Nach jemandem, der regelmäßig bei den Turnieren ist und den niemand verdächtigen würde. Und vielleicht ist derjenige auch noch blond. Aha, da haben wir schon deinen Übeltäter. Sehr witzig. Hey, hier ist eine Story über Eva und Midas. Über ein Turnier, das vor 3 Wochen stattfand. Das ist ihr Trainer, ihre Mutter. Und wer ist das? Ich weiß es nicht. Er kommt mir aber bekannt vor. Woher kennt er Eva und Midas? Ich weiß, wie wir das herausfinden können. Ja, der Artikel ist von mir. Das ist Bernd Hobel, der Kommentator. Er verkauft auch Pferde. Da fällt mir ein, Eva hat Midas von Bernd gekauft. Warum fragt ihr? Wir suchen nach Leuten, die in der Nähe der gestohlenen Pferde waren. Ah, verstehe. Wisst ihr was? Hobel hat auch Mercury verkauft und der wurde letzten Monat gestohlen. Aber ich glaube, er will sich aus dem Geschäft zurückziehen. Er sagte jedenfalls was von sich verkleinern wollen. Ich frage mich, ob er vielleicht Geldprobleme hat. Pferdediebstahl ist ein sehr lukratives Geschäft. Habt ihr ihn in Verdacht? Aua! Guck mal auf die Uhr. Wir müssen los. Vielen Dank nochmal, Ellie. Warum hast du mich getreten? Weil du nicht einfach Bernd Hobel beschuldigen kannst. Vor allem nicht vor einer Reporterin. Ich beschuldige ihn doch gar nicht. Ich verdächtige den Mann nur. Deshalb nennt man sie ja auch Verdächtige, Bianca. Ja, die Polizei nennt sie so. Du bist nicht die Polizei. Nein, aber dein Vater. Vielleicht sollten wir ihm von der Sache erzählen. Wie schön, wir sind einer Meinung. Bernd Hobel hat mindestens 2 der gestohlenen Pferde gekannt. Die Tiere wären in seiner Nähe ruhig geblieben. Und als Händler wüsste er, wie er sie ins Ausland verkaufen könnte. Pferdediebstahl ist ein lukratives Geschäft. Tatsächlich. Und wir haben ein Gerücht aufgeschnappt, dass er sein Geschäft verkleinern will. Ein Kommentator könnte sich auf dem Gelände frei bewegen. Und er ist sogar blond. Eine interessante Theorie. Ich werde Bernd Hobel mal befragen. Aber würden Sie ihn damit nicht warnen? Warum stellen wir ihm nicht eine Falle und ertappen ihn auf frischer Tat? Danke für das Angebot, aber das ist eine schwere Straftat und wir müssen uns an die Gesetze halten. Überlass das uns, okay? Und vergiss nicht, Hobel ist nur einer von vielen, mit denen wir uns unterhalten. Aber danke für den Tipp. Ich werde der Sache nachgehen. Tschüss, Kleines. Wir sehen uns nachher. Tschüss, Papa. Nicht zu fassen. Jetzt lässt der Hobel einfach in Ruhe. Wie meinst du das? Mein Vater hat gesagt, er befragt ihn. Und was bringt das? Hobel wird nicht einfach gestehen. Mein Vater kann ihn doch nicht einfach festnehmen. Das geht nicht ohne Beweise. Die Polizei muss das erst untersuchen. Was sie bereits seit ein paar Wochen tut. Und inzwischen fehlen schon 3 Pferde. Mein Vater ist gut in seinem Job, Wendy. Wahrscheinlich. Ich wünschte nur, es gäbe irgendwas, das ich tun könnte. Penny dauernd an derselben Stelle. Du hast recht. Vor lauter Beobachten habe ich gar nicht bemerkt, was ich nebenbei mache. Danke, dass du hergekommen bist, Bianca. Ich weiß, wie sehr dich das alles beschäftigt. Aber keine Sorge, Papa ist den ganzen Tag hier. Schon klar. Aber warum unterhält er sich jetzt mit ihm? Gute Frage. Warum verschwendet er seine Zeit mit Jörn, wenn er doch zum Beispiel Bernd Hobel befragen könnte? Keine Sorge. Den Kerl behalte ich im Auge. Er geht zu seinem Anhänger. Ich frage mich, warum. Wendy! Mein Vater hat gesagt, wir sollen uns raushalten. Du könntest seine Ermittlungen behindern. Das werde ich nicht. Ich passe nur ein bisschen auf, sonst nichts. Was auch immer er getan hat, er geht jetzt wieder zurück zum Parcours. Weißt du, von der Snackbar aus würdest du besser sehen können. Kann ich euch zum Essen einladen? Ja, das ist ein Bestechungsversuch. Ich will mein Interview beenden. Tut mir leid, ich glaube, sie hat jetzt keine Zeit. Ich muss mal kurz weg und Jerry ist noch eine Weile auf dem Platz. Das heißt, Wendy muss hier die Stellung halten. Solange der Dieb unterwegs ist, kann man nicht vorsichtig genug sein. Ja, ich verstehe. Dann versuche ich mal, Jerry zu erwischen. Vielleicht hat er ja Zeit für ein Interview. Viel Glück für nachher. Danke. Ich bin bald zurück. Wenn ich die Pferde bewachen soll, dann musst du jetzt Hobel übernehmen. Hier.
damit erkennt dich keiner. Hast du einen Knall? Die Kappe trage ich nicht. Okay, vergiss das Ding. Nein, vergiss das Ganze, Wendy. Ich bin als deine Freundin hier, nicht als dein Spion. Aber ich sitze hier fest. Du musst diesen Kerl überwachen. Wieso denn? Weil du es gerne so hättest? Das ist nicht meine Aufgabe und deine auch nicht. Überlass das meinem Vater. Aber der beschäftigt sich mit anderen Sachen. Tja, wenn du so viel schlauer bist, dann bewirb dich doch bei der Polizei. Ah, du willst immer, dass alle nach deiner Pfeife tanzen. Penny, bestimme ich über andere? Na, danke schön. Oh nein! Paps? Jerry? Bianca? Inspektor Krämer! Er hat noch ein Pferd gestohlen! Wer? Hobel! Er hat ein gestohlenes Pferd! Er fährt Richtung Ausgang! Bist du dir sicher? Ja! Warum sollte ein Turniersprecher sonst während der Show wegfahren? Und wieso kam er mit einem Pferdehänger? Herr Hobel, steigen Sie bitte aus dem Wagen aus. Worum geht's denn? Ich hab's eilig. Ja, das glaube ich. Herr Hobel soll den Anhänger öffnen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht? Ach, doch, das macht es. Und ich weiß nicht, was Sie zu finden hoffen. Ein gestohlenes Turnierpferd. Was glauben Sie denn? Thumbelina? Soll das ein Witz sein? Ich handle neuerdings mit Zwergpferden. Ich nenne das mein Geschäft verkleinern. Ich wollte sie später einem Interessenten zeigen, aber dann bekam ich eine dringende SMS. Auf meiner Farm gibt es einen Notfall. Also, sind wir jetzt hier fertig oder muss ich meinen Vorgesetzten anrufen? Entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten. Aber bei all den Pferdediebstählen müssen wir sehr aufmerksam sein. Inspektor Krämer, wir brauchen Sie beim Rosenborg-Pferdetransporter. Als ich vor etwa 20 Minuten wegging, war sie noch hier. Wendy, da bin ich aber froh. Als ich Penny allein hier stehen sah, war ich krank vor Sorge. Wo ist Bayan? Er ist weg. Wir glauben, er wurde auch gestohlen. Inspektor Krämer, offensichtlich sind Sie in diesem Fall noch nicht sehr weit gekommen. Aber wenn die liebe Wendy nicht wieder Detektivin gespielt hätte? Ich versuche wenigstens zu helfen. Du bist gegangen und hast mich mit den Pferden allein gelassen. Na und? Es war dein Job, auf sie aufzupassen, Wendy. Wo bist du gewesen? Nein, nein, natürlich ist das nicht meine Vorstellung von sicherer Unterbringung. Das war, ja, ich weiß. Aber nein, wirklich nicht. Es besteht kein Grund, ihr Pferd abzuholen. Er ist bei uns absolut sicher. Ja, Sie haben recht. Das werden die Kiesemanns auch gedacht haben. Jerry, es tut mir alles so leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann lass es. Sag einfach gar nichts zu mir, Wendy. Nicht jetzt. Wendy? Und was erwartet mich jetzt noch? Komm mal mit, ich zeig dir was. Also, na, ist das Pegasus? Wow, Tarek sieht super aus. Ja, ich weiß. Den Fotowettbewerb habe ich schon so gut wie gewonnen. Und wie geht's dir? Ziemlich mies. Paps und Jerry sind stinkwütend auf mich. Das geschieht mir ganz recht. Und Bianca hasst mich auch. Ach, Miss Unbeliebt. Sei nicht so hart mit dir. Du wolltest ein Verbrechen verhindern. Ja, aber stattdessen habe ich eins ermöglicht. Oh, arme Wendy. Vielleicht geht's dir besser, wenn du was unternimmst. Wie wär's mit ein bisschen shoppen? Ich glaube, mir ist nicht nach shoppen. Aber vielleicht fahre ich in die Stadt und trinke einen Smoothie. Sehr gute Idee. Hey, und da du eh schon mal da bist, könntest du mir vielleicht was mitbringen? Die gibt's im Reitshop. Das wird das i-Tüpfelchen von Tareks Kostüm. Ach, warum nicht? Dann tue ich wenigstens auch mal was Gutes. Hi! Wie läuft es denn? Du meinst, wie es mit dem Fall läuft? Die offizielle Antwort ist kein Kommentar. Bianca. Nein, das geschieht mir recht. Inspektor Krämer, es tut mir wirklich leid wegen gestern. Ich hätte mich nicht einmischen dürfen.
Aber ich war mir so sicher. Naja, wir alle wollen, dass der Fall gelöst wird. Aber weißt du was? Du hast uns trotzdem geholfen. Die SMS, die Hobel bekommen hat, war eine Täuschung. Jemand wusste, dass er unter Verdacht stand und hat uns auf diese Weise abgelenkt. Aber wer wusste das? Vielleicht war ja... Ach, schon gut. Ich höre wirklich auf mit dem Detektivspielen. Großes Ehrenwort. Das freut mich zu hören. Und? Auf dem Weg ins Café Blue? Ja, so eine Art Vater-Tochter-Treffen. Oh, okay. Ich bin eh gerade auf dem Weg zum Reitshop gewesen. Also, wir sehen uns dann. Ja. Auf Wiedersehen, Wendy. Ellie, hi. Oh, hi, Wendy. Entschuldige, ich war mit meinen Gedanken ganz woanders. Was wollten Sie denn im Reitshop? Ich dachte, Sie reiten nicht mehr. Oh, tue ich auch nicht. Ich war nur zur Recherche da. Gibt's was Neues von Bayern? Da müssen Sie die Polizei fragen. Ich bin durch mit der Verbrecherjagd. Aber wenn Sie möchten, hätte ich jetzt endlich mal Zeit für das Interview. Oh, das wäre schön, aber ich bin leider in großer Eile, Abgabetermine und so. Aber ich rufe dich an, wir schaffen das schon. Oh, okay. Wiedersehen. Entschuldigen Sie bitte, ich hätte gern einen Glamour-Schweif, die ansteckbare Schweifverlängerung in der Farbe Elfenweiß. Oh, die sind ausverkauft. Diese falschen Schweife sind sehr beliebt. Sieh nur, meine letzte Kundin hat eine der Reisebandagen vergessen. Kennst du sie? Ich habe gesehen, dass ihr euch unterhalten habt. Kannst du sie ihr geben? Sie meinen Ellie Breisgau? Wozu kauft sie denn ein paar Reisebandagen? Sind spät dran. Ich weiß, ich weiß. Ist der andere fertig? Ja, ich habe ihn draußen angebunden. Hilfst du mir mal mit den Bandagen? Oh, Mist. Ich habe eine verloren. Vergiss es. Wir müssen in 10 Minuten los. Beruhige dich, Junge. Hoffentlich macht er das nicht am Flughafen. Wenn jemand sieht, dass der Schweif nicht echt ist, wird's eng für uns. Her, dass du was versprochen hattest. Ich weiß, aber ich muss mit deinem Vater reden. Wozu? Hast du wieder einen falschen Tipp, der ihn von der Arbeit abhält? Nein. Mein Vater braucht deine Hilfe nicht. Das weiß ich jetzt auch, aber ich brauche seine. Ich flehe dich an, bitte gib ihn mir. Ah, für dich. Es ist Sherlock Torstig. Hallo? Inspektor Krämer, ich bin bei der alten Farm am Ende der Dorfstraße. Hier sind 2 Pferde versteckt. Eins davon hat einen weißen Schweif und ich habe gesehen, wie es damit schlägt. Ich bin mir sicher, es ist Bayan. Wendy, die Art, den Schweif zu schlagen, ist kein Beweis. Hast du das Grundstück betreten? Schon möglich. Ist doch egal. Mir aber nicht. Jetzt leg auf und geh nach Hause. Ich fahre nachher hin und sehe mal nach, was da los ist. Bis später, Wendy. Aber dann wird es zu spät sein. Sorry, Papa. Hat sie sich wieder eingemischt? Sie hat draußen auf einer alten Farm ein paar Pferde entdeckt. Das eine hat so mit dem Schweif geschlagen, dass sie glaubt, es sei Bayan. Wendy hat gesagt, das war Bayan? Weißt du was? Es hat mir irgendwie gefallen, Fotograf zu sein. Dafür stimmt hier aber das Geld. Wir werden ein Vermögen an den beiden verdienen. Das werden wir ja sehen. Hm.
Midas. Lauf! Er ist abgehauen. Wir haben keine Zeit für sowas. Ich fange ihn ein. Ich verlade schon mal den anderen. Seine Führleine ist nicht mehr am Halfter. Wahrscheinlich war der Verschluss kaputt. Ich komme dir gleich helfen. Plötzlich rum. Hat hier jemand seinen Müll abgeladen? Versuchen Sie jetzt mal, sie zu stehlen. Du! Es wird dir noch leid tun, dass du dich eingemischt hast. Keine Bewegung! Treten Sie von dem Mädchen weg und legen Sie die Hände auf den Wagen. Nicht sofort. Aber Bianca meinte, dein Gespür für Pferde ist besser als deine Detektivarbeit. Also, wenn du sagst, es ist Bayan, dann ist es Bayan. Bayan! Hey, mein Hübscher. Wie geht es dir? Wieso hat er einen weißen Schweif? Das ist nur eine Verkleidung, damit ihn niemand erkennt. So haben sie Bayan vom Gelände schaffen können, während meine Leute überall nach einem Braunen gesucht haben. Und heute wollte Ellie ihn damit in ein Flugzeug schmuggeln. Nach wer weiß wohin. Ellie Breisgau. Wer hätte das gedacht? Das mit der Zeitung war schlau. Und so hat's funktioniert. Ellie hat die Pferde ausgesucht und den Diebstahl geplant. Sie hat sich Ablenkungsmanöver ausgedacht, die Interviews zum Beispiel. Oder in dem Fall die falsche SMS an Hobel. Okay, und wenn dann alle schön abgelenkt waren, hat Jörn die Pferde gestohlen. Ich hatte den Mann im Auge. Jörn war vorbestraft. Ich hab gedacht, ich würde Bayan nie wiedersehen. Vielen Dank. Bedank dich nicht bei mir. Es war Wendy, die das Auto gestoppt und die Autoschlüssel ins Gebüsch geworfen hat. Aber ich war auch schuld daran, dass sie ihn überhaupt hatten. Also, sagen wir sind quitt? Also, wie immer man es auch sieht. Heute war ein guter Tag. Wendy! Wo bist du gewesen? Wir wollen endlich das Foto machen. Wo ist Tareks Glamour-Schweif? Ist das Bayan? Ich nehme an, das hat deine Frage beantwortet. Ja, das ist Bayan.